Hallihallo Leute, es gab diese kuriose Szene bei der Premier League beim Spiel zwischen Dimitri van den Berg und Michael Smith. Dimitri hat 180 und ist dran, Michael steht auf 207. Und Dimi macht Folgendes. Dimi looking for his sixth 140. Nice and high. Er geht hier mit dem letzten Dart auf die 12. Triple 12 lässt ihm Doppel 12 und eine Triple 20 würde ihn natürlich busten. Das wollte er verhindern. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ein Profi sollte eigentlich schon die große 20 treffen, ne? Wieso stellt er sich da nicht Tops? Auf der anderen Seite, Smith hat noch kein Finish. Das ist ja natürlich der Safe-Move. Aber Smith musst du erwarten, dass er bei der nächsten Aufnahme sich mindestens ein Zweidart-Finish stellt. Und dann hast du natürlich mit 48, die er jetzt hat, weil er die Triple 12 nicht trifft, brauchst du einen Dart zum Stellen und hast dann nur zwei Darts zum Checken. Und da kann auch mal was schief gehen. Ne? 50% Check ist nicht ohne. So, das hat er natürlich alles abgewogen. Ich denke mal, die Angst war da, dass seine Muscle Memory einkickt und er eine 180 wirft oder dass der Pfeil sich irgendwie verhakt und 180 wird oder irgendwas. Aber eigentlich von einem Profi ist es nicht so ein schlauer Move, das zu machen. Wir natürlich selbstverständlich, falls wir irgendwann mal in die Situation kommen, wir würden natürlich direkt busten mit der 180. Da ist es vielleicht doch eine bessere Idee. Dimi hat das hier so gemacht. Ich finde persönlich, es zeigt ein bisschen Schwäche. Ja, also er hat ein bisschen Angst, ne? Offensichtlich. Fand ich von der Aussage her, vom mentalen Aspekt. Und ja, es ist aber natürlich ja, der Money Move sozusagen, ne? Weil so hat er auf jeden Fall 48 Rest. Aber trotzdem, also komische Situation. Fand ich ein bisschen strange und ich würde euch auch in so einer Situation raten, doch die 20 zu versuchen. Du triffst dann eh Doppel 5 für 50 Rest oder sowas, ne? 20 hoch anspielen. Wenn du Tops triffst, hast du Doppel 10. Also eigentlich sollte das schon drin sein. Ja, ganz kuriose Sache. Mangelndes Selbstvertrauen irgendwie ein bisschen. Oh, jetzt lehne ich mich auf, wie ich mich aufnehme. Was sagt ihr zu der Situation? Was würdet ihr machen? Habt ihr schon mal sowas Ähnliches erlebt und dann was Kurioses gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Haut's rein. Tschüssi.